Wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Golf with Your Friends. Mit dabei immer noch der Stilo. Hallo. Und der Toni. Hi. Wir spielen Standard Forest, allerdings mit Springen. Ihr habt es gesehen, Toni jumpt vor sich hin. Und maximal 3 Schläge sind erlaubt. Dann haben wir schon das Maximum versaut und das war schlecht. Ich hab's genauso gemacht. Gut, dann sind wir uns einig. Wir starten alle mit einer 2. Maximal 3 sind erlaubt. Das, ihr seht schon, 3 Bahnen sind ja mit einem höheren Par ausgelegt, aber die Bahnen sind trotzdem machbar. Wow. Toni versaut das Hole in One. Diese Kante. Stilo hat sich ein bisschen Zeit gelassen, macht einen anderen Ansatz und springt einfach. Es sieht so aus, als wäre diese Folge etwas kürzer. Es tut mir leid, aber Stilo wollte diese Einstellungen haben. Ach so, ja, das könnte man auch machen. Es gibt die andere Möglichkeit für ein Hole in One. Ich mag die 2. Ja, so geht's auch. Man kann auch einfach drüber hinwegspringen. Machen wir es halt so, machen wir auch eine 2. Stilo führt, das gilt leider nicht. Wir müssen eine Aufnahme neu starten. Ja, ja, genau. Das geht nicht. Zack, zack. Endlich. Zack. Da sind die Einser aber geplumpst gerade. Tonis erstes Hole in One in dieser Aufnahme. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Der Aufnahmesession. Ja, dieser Folge halt. Wie war das? War das so? Ich glaube, das war so. Bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, das ist ein Hole in One. Mit einem Sprung auf jeden Fall. Bisschen nachhelfen, wenn es sein muss. Und weiter geht's. Hier verschlägt man sich gerne, weil zu stark oder so wie Toni zu schwach, aber das ist im Prinzip knapp gewesen gerade. Ich mag Zweier. Ich mag Züge. Hast du Random Spawn an? Nein. Sieht man. Ist Standard. Scheiße. Der war zu stark. Machen wir es halt so, kein Problem. Ich sag, du magst Zweier. Stilo macht eine 1, warum? Wieso nicht? Das ist nicht erlaubt. Ach so. Verdammt, zu feste. Nein. Jawohl, Stilo hat es auch verkackt. Sehr gut. Komm, verrutsch mal aus Versehen. Bis jetzt gibt's noch keine 3. Oh. Jawohl, spring drüber, Stilo. Komm, hol dir die 5. Keine 3. Da ist er. Und alle gleich auf. Sehr gut. Perfekt. Jetzt wird's spannend wieder. Hier ist es ja eigentlich auch ein Easy Hole in One. Sollte zumindest sein. Gerade mit dem Sprung drin. Easy. Bei der nächsten Bahn werde ich wieder die Zeit nutzen. Ich will mein Hole in One machen, aber ohne Springen. Deswegen zählen wir wieder ab. Warten. Gemütlich und hoffen. Ja, das dauert immer ein bisschen, aber wir haben die Zeit. Schönes Wetter haben wir. Ja, durchaus. Guck mal, wie schön es im Himmel aussieht. Schöne Wolken. Schmetterlinge überall. Bei mir backt das Ding dort hinten. Es bleibt ab und zu mal stehen. Ja, das ist bei mir auch so. Mal gucken, ob ich das Timing wieder hinkriege. Denn man muss genau warten, bis die hier synchron sind und in dem richtigen Moment abschlagen. Nein! Verdammt! Ich krieg das vom Timing her nicht mehr gebacken. Sehr ärgerlich. Und da holen wir die 3, da war ich zu überhastet. Da holen wir die 3. Stilau kriegt jetzt richtig Probleme. Könnte hier der Erste sein, der es nicht schafft, mit 3 Schlägen einzulochen, denn er sagt sich, ich mach nochmal ganz von vorne. Oha! Das wird ein schwieriger Sprung, wollte ich sagen. Toni führt. Das ist immer. Wow. Hat fast funktioniert. So. Hier ist es wieder Millimeterarbeit. So nicht. Offensichtlich. War millimetertechnisch zu weit links. Deswegen habe ich die Kante mitgenommen.
mache ich nicht so. Nein! Ja, ich glaube, wir müssen nach der Runde nochmal einen mit den gleichen Einstellungen spielen, eine Revanche machen. Ja, sonst wird okay. Das zu kurz. Wie viel haben wir denn? 5,5 Minuten. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Och Mann, Toni führt mit 2 Schlägen. Was soll das denn? Ja, versau ich noch, keine Angst. Das hoffe ich für dich, steht so im Vertrag. Nein. Ich hatte kurze Hoffnung, dass es hier mal ein Hole-in-One wird. Schon lange nicht mehr gehabt. Aber Shilo und Toni holen ebenfalls die 2. Welcher Bumper war das? Ich weiß es nicht. Dann warte ich, bis du geschlagen hast. Sonst zeige ich es dir. Es muss hier irgendwie ein Hole-in-One möglich sein. Ist es ja auch. Nein! Knapp vorbei. Dann mache ich es in 3. Ist gut, ein Schlag aufgeholt. Es wird nochmal spannend, weil es kommen dann noch ein paar Kracher. Diese hier mag ich nicht so. Schnell drüber springen. Was hast du denn gemacht? Verdammt, ich war zu schnell vorm Loch. Ja, okay. Was hast du denn gemacht? Oh, das wird lustig. Leute, ist das möglich? Ich bin zurückgefallen. Schade. Okay, ich bin out of strokes. Ich glaube, ich schaffe das auch nicht mehr. Ich habe noch 2 Schläge. Du hast noch einen Schlag. Ja, ich bin out of strokes. Das war dein letzter Schlag, Toni. Easy, schon führe ich. Alles geplant, alles geskriptet. Ah, ich hasse die Map wirklich auch beim Autostroke. Und da kommen sie in der Reihe, Stieler und Toni oder Stieler auch nicht. Ich hätte hier gerade fast einen Hole-in-One gemacht, wenn ich den ersten Schlag auch so gemacht hätte. Hätte Fahrradkette. Hier ist es eigentlich so, dann leicht nach da gehen. Man könnte natürlich auch springen. Nein, bleib stehen. Aber okay. Das will ich nicht. Ich will nämlich so machen. Nein! Komm, geh rüber. So, jetzt müssen wir springen. Birdie. Letzte Map. Ja. Und du kannst nicht mehr gewinnen. Du müsstest ein Hole-in-One machen. Jo, schaff ich. Guck. Passt. Du bist so weit zurückgerollt, das ist ärgerlich, Toni. Ja, komm. Verdammt. Nein, schnell weg. Verdammt, zu feste gewesen. Ärgerlich. Das Nein. war ärgerlich. Nein. Ein Punkt. Ja. Stielau scheint etwas... der wäre fast gut gewesen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß, denn gleich kommt eine zweite Runde, deswegen kurzer Cut. Da sind wir wieder. Was war das denn, Toni? Toni macht die Begrüßung. Wir dachten uns, 3 ist was für Anfänger. Toni meinte, wir spielen jetzt mit maximal 2 Schlägen. Das heißt, ihr werdet hier keine Dreier mehr sehen, denn es werden entweder 1er, 2er oder 4er. So einfach ist das. Ein Paar. Wir starten mit einer 2. Wie alle von uns. Solider Start auch in dieser Runde. Das wird auf jeden Fall lustig. Diesmal gewinne ich. Diesmal gewinnst du? Meinst du? Ja. Meine ich. Noch sind wir alle gleich. Doch. Natürlich ist Springen wieder an. Oh, das könnte jetzt hier lustig werden. Ja. Aber hier musst du mich... Ich hab's schon wieder so versaut. Roll. Nein. Ja. Jawoll. Ja, Toni. Out of strokes. So wie dazu. Du gewinnst. Wirst du sehen, keine Angst. Ja, okay. So wie in der letzten Runde, wo ich dich souverän geschlagen habe.
Verdammt, Stieler holt das Hole in One, er holt auf. Genau gesagt, er führt, aber es ist quasi auch aufholen. Hier müsste man wieder eigentlich das Hole in One hinkriegen. Genau, easy going. Toni, er hüpft es sich nicht mehr. Läuft nicht bei dir, Toni, hä? Nee, überhaupt nicht. Irgendwie scheinst du gerade ein paar kleinere Probleme zu haben. Sind das technische Probleme oder einfach nur... Maus. Ach so, ja, kennt meine man. Hände sind kalt, deswegen können die nie so. Verdammt, ich bin so ein Idiot. Scheiße. Erzähl mir was Neues. Verdammt, 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 jetzt muss ich ihn machen. Komm schon. Kacke. Hau ihn daneben. Komm, 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 komm. Yes. Nein. Oh, der war wichtig, der war wichtig. Oh, das ist Spannung pur. Jetzt ist hier die Frage, geht man auf Nummer sicher oder hat man Eier? Okay, natürlich macht man ein Hole-in-One, ja eben. Ja genau, klar, ich nicht, oder wie? Ja, easy Sprung genau ins Loch, was anderes geht hier gar nicht. Ja, das stimmt. Hier, oh, letztes Mal hatte ich hier nur eine 2 oder eine 3. Diesmal muss hier das Hole-in-One her und ich springe schon wieder drüber. Das gibt's doch nicht. Das muss ein Hole-in-One sein. Normalerweise ja. Aber eine 2 reicht auch, um punktgleich mit Stieler zu sein. Toni sehe ich gar nicht hier in der Rangliste. Es sind nur 3 Personen da drin, also sei ruhig. Nein! 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 Verdammt! Jetzt habe ich vor lauter Lachen das verkackt. Ich wollte es sogar wie Squad. Scheiße. Jetzt habe ich vor lauter Lachen das verkackt. Stielau macht sein Hole in One. Toni hat es auch verkackt, dann ist gut. 3, 4, 5. Stielau haut direkt drauf. Ich versuche ihn wieder. Das heißt jetzt erstmal warten. Toni wartet auch. Stielau fliegt, habe ich gesehen. Ist auch schon out of strokes. Ich hab, bin aus dem Loch rausgefallen und aus der Map. Und sonst, Toni? Ja, nicht viel. Oh. Ich habe eigentlich nur gewartet, weil ich mit jemandem geschrieben habe. Wie immer. Ja, wie immer. Man muss Prioritäten setzen. Machen wir doch gerade. Es geht hier um alles. Ja, was kriegt denn der Gewinner? Und was kriegt denn der Verlierer? Ruhm und Anerkennung und er wird ausgelacht. Der Gewinner wird ausgelacht, finde ich gut. Toni hat hier durchgelackt. Richtig getroffen. Ne, wird nix. Schade. Ärgerlich, aber der Sprung hätte normalerweise auch nicht sein müssen. Eigentlich geht das perfekt, ohne zu springen, aber wenn man halt kein Noob ist. Der Stieler ist schon zweimal out of strokes, ist aber trotzdem besser als ich vor der Punktzahl. Oh, der war schlecht. Bleib stehen, nein. Okay, ich muss das irgendwie über Kante machen. Oder springst. Oder so, stimmt, da ist auch was. Was ist los mit dir? Ich vergesse das teilweise. Offensichtlich. Okay. Was labert denn? Wieso sagst du ihm das? Ja, komm. Wenn ich gewinne, dann gewinne ich souverän, ja. Oh, oh, nicht zu weit, nicht, alles gut. Der liegt gut. Alles cool, kein Problem, so, Leute. Das ist hier nur kein Toni machen wie beim letzten Mal. Easy. Springen, Toni! Nein. Oh, Stielau. Da, jetzt hört ihr gleich auf. Der mit 3 out of strokes genauso viel wie Toni, das ist gut. Ich nehme mal wieder diesen Weg, den habe ich schon lange nicht mehr genommen, weil früher war das easy hole in one, inzwischen kriege ich es nicht mehr hin. Easy 2. Toni leider auch, Stielau hinterher. 3 Schläge Differenz ist nicht viel. Und jetzt 2 Maps, wo man eigentlich anscheinend nicht in 2 Schlägen schafft. Hier hast du halt wirklich gar keine Fehlertoleranz. Du musst hier perfekt spielen, um hier bei dieser Bahn das Ding zu kriegen. Richtig schlimm wird übrigens die nächste Bahn. Ah, Toni geht in etwas sicheren Weg und liegt beschissen. Nein, jetzt hat es verkackt. Oh mein Gott, liege ich schlecht. Jetzt hast du es verkackt. Nein, Toni kann das noch machen. Oh mein Gott, wie? Ich muss ja perfekt an den Bumpern vorbei. Ja, liegst etwas bescheiden.
Ja, oder auch so. So geht's auch. Ich wollte eigentlich dran vorbei. Ja, wenn du lang genug hüpfst. Komm, das schaffe ich noch. Pust mal, vielleicht klappt's dann. Na, out of Puste. Jetzt ist die Bahn, wo ich sag, die ist wirklich fies. Weil jetzt musst du von hier hinten den Albatros hinkriegen. Das heißt, du musst springen und musst das perfekt timen alles. Stielau hat den Sprung versaut, wie es aussieht. Ja. Toni auch. Verdammt. Ich habe das Putten versaut und dementsprechend alle out of strokes. Ja, Toni klappt auf jeden Fall. Haben wir gesehen. Krieg ich noch hin? Ja. Zwei ist einfach noch blöder. Schade. Ich wollte eigentlich. Wenn ich Wohnen dann hätte ich gewonnen. Nein! Verdammt, komm rein. Danke. Ich kam nicht rein. Toll, der bleibt vorm Loch liegen. Ist doch beschiss. Toni, bleib auch vorm Loch liegen. Schade. Nein, jetzt bin ich letzter. Stielau will nicht. Die letzten Bahnen funktionieren bei mir nicht so. Die funktionieren bei dir nicht. Wie viel Einser du hast? So, wir gehen wieder ganz normal ran. Als hätten wir nicht springen an. Nein! Tschüss, Toni. Oh, er war knapp, Stielau. Oh, das wird schwer. Verdammt. Nein, der trifft natürlich. Wo liegst du denn? Oha. Na, oh. Ja. Oh, ihr beide kämpft noch um den letzten Platz. Wie soll das überhaupt? Oh, stimmt. Das kam mir gerade. Das geht gar nicht so, wie ich normalerweise spiele. Wir haben hier nur zwei Schläge. Okay. Ich hab's, glaub, verkackt. Ich auch. Ich auch. Jo, Stielau, Glückwunsch. Wir sind punktgleich. Ja, hab ich auch versucht. Das geht aber leider nicht. Doch, wenn man genug Schwung holt. Da musst du das. Das geht nicht um das Schwung holen. Du musst das timen. Wann gehst du auf den ersten Sprung? Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, habt beim nächsten Mal dabei. Bis dahin noch einen schönen Abend. Tschö, Leute. Bye, bye.